Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich bin der Henry, oder eher gesagt, guten Morgen. Heute geht es nach Leipzig, und zwar jetzt dann gleich mit diesem schönen ICE mit dem Taufnamen Mühlhausen, Thüringen. Ja, es ist ganz früh am Morgen, es geht jetzt nach Leipzig, und zwar zwischen Leipzig und Chemnitz den Hogwarts Express zu filmen. Ja, Hogwarts Express, Hogwarts gibt es natürlich nicht, aber da ja viele Laien diese lokbestandenen Züge mit Abteilen Harry Potter Züge nennen oder Hogwarts Express, machen wir den halt heute, weil der diese Abteile hat. Ich bin momentan noch alleine. Ja, später kommt dann noch jemand dazu. Aber den werde ich euch dann später genauer vorstellen, oder er wird sich dann selber vorstellen. Ja, jetzt geht es dann mit dem Zug erstmal nach Leipzig, von dort aus dann mit den Nahverkehrszügen, also mit der Straßenbahn und Bus zur ersten Fotostelle. Dann melde ich mich dann nochmal und dann stelle ich auch dann meine Begleitung vor. Dann wünsche ich schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Angekommen jetzt an der ersten Fotostelle in Groß-Pösener. Ja, mit dazu gekommen ist jetzt meine Freundin, die Corinna. Und natürlich ein neues Gesicht. Der Silberling-Fan. Einige kennen mich vielleicht schon auf YouTube und von Instagram her und haben bestimmt die Vermutung, ich komme aus Norddeutschland. Aber das stimmt seit anderthalb Jahren nicht mehr. Ich komme jetzt nämlich auch aus dem Raum Nürnberg, wo ich ursprünglich herkomme. Und ja, heute machen wir zusammen ein wenig die Halberstädter Garnituren vom RE6 sowie den Geithainer und die Baureihe 648, die ebenfalls auf dem RE6 verkehrt. Und ja. Genau, jetzt würde ich dann sagen, bauen wir das Stativ auf. Die Kamera ist auch schon bereit. Und dann heißt es jetzt warten auf den RE6 bzw. auf den Geithainer und dann melde ich mich dann später nochmal wieder. Jo.
Alle Aufnahmen sind soweit im Kasten, bin hier wunderbar zufrieden, denn, falls man das im Video gesehen hat, am Lind, da war vorne ein Minion, und zwar auf der Hin- und auf der Rückfahrt. Ja, das gefällt mir natürlich besonders, wegen Minion Deutschland Tour. Und jetzt geht es nach Lauterbach, das sind 4 Stationen mit einem Guidehainer und ja, das ist die Baureihe 641, wo da verkehrt. Oder auch Talent 1 von der Baureihe 644. Und ja, da nehmen wir euch jetzt drin mit, dann seht ihr da auch noch ein bisschen was davon. Nach dieser sehr kurzen Fahrt mit dem Guidehammer sind wir jetzt in Lauterbach-Mole, Lauterbach-Mole ist Rügen. Genau. Im Rügen bei Karl Lauterbach und trinken Kaffee mit Maske. Ne? Oh. Meine Güte. Noch einmal, komm. Sind wir jetzt hier Lauterbach-Steinberg, nicht Mole. Ja, jetzt machen wir dann noch den RE6 mit dem. Den lokbespannten Zug machen wir jetzt aus der Richtung und dann aus der anderen Richtung, da stellen wir uns dann woanders hin, wobei das hier mit dem Bahnhofsgebäude eigentlich auch ganz okay ausschaut, weil da kommt dann der Lind und ja gut, ist es nicht so, ich habe mich jetzt eher so hier auch darauf eingestellt, dass hier beide lokbespannte Züge durchkommen, aber ist halt jetzt leider so, ja dann. Seht ihr dann, wie wir es jetzt dann umgesetzt haben und dann viel Spaß mit den Aufnahmen, dann melde ich mich dann. Oh, es geht schon los. Scheiße.
jetzt melde ich mich auch mal wieder. Ja, jetzt sind wir mit dem Zug erstmal bis Buttstedt gefahren und zwar jetzt hat sich die Gruppe so ein bisschen getrennt. Ja, ich und Corinna sind jetzt noch unterwegs. Der Benny, der ist dann noch in Lauterbach noch geblieben und der hat dann da noch den RD6, also den lokbespannten Zug, hat er noch an der anderen Stelle gemacht, wo wir dann am Ende waren. Also wir haben ja den zuerst den lokbespannten Zug haben wir von der einen Seite aufgenommen, wie ihr gesehen habt. Danach dann den Lind so mit dem mit dem Dörfchen als Motiv, also mit der Kirche. Und ja, da fand es dann doch irgendwie ziemlich schön, nicht nur mit dem Lind zu machen, sondern auch mit dem Lokbestandszug. Ja, fand ich an sich auch schön, aber ich habe mich ja jetzt dann doch anders entschieden, dass wir dann jetzt direkt zur nächsten Stelle fahren. Und zwar das ist das Barenbach-Viadukt. Genau, die beste Fotostelle kommt zum Schluss. Da fahren wir jetzt dann hin, dann machen wir den da noch und dann treffen wir uns dann hoffentlich mit der Gruppe dann wieder, dass wir dann auch zusammen das Fazit dann ziehen können vom heutigen Tag. Ja, jetzt geht es dann von Burgstedt dann weiter mit der Citybahn nach Wittgensdorf. Von dort aus laufen wir dann zum Barenbach-Viadukt und dann seht ihr dann die Aufnahmen und dann melde ich mich dann nochmal wieder mit dem Fazit. Wittgensdorf Mitte. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also statt am Barenbach-Viadukt das Fazit ziehen, machen wir das dann später. Jetzt bin ich dann wieder nach Burgstedt gefahren. Und zwar einfach, ja, es ist doch ein bisschen frisch draußen. Und dann statt, dass man wartet, bis die Bahn dann von dort aus fährt zum Chemnitzer Hauptbahnhof,
fährt man jetzt wieder zurück nach Burgstedt und dann wieder zurück, dass man dann ein bisschen im Warmen bleibt. Ja. Und der Silberling-Fan ist jetzt wieder dazu gekommen. Und ich habe jetzt ja auch meine Aufnahmen soweit im Kasten und es war eine richtig gute Idee, dass wir uns aufgeteilt haben. So haben wir alle Motive, die wir kriegen wollten, mal mit Sonne, mussten uns nicht nochmal hierher bewegen jetzt. Aber ich schätze, wir werden bestimmt trotzdem nochmal an den RE6 fahren, bevor die Wagen ausgemustert werden. Genau, unser Plan ist, sieht jetzt so aus. Wir fahren jetzt, es wird jetzt schon bis Herbst und wird jetzt schon früher dunkel. Jetzt fahren wir nach Chemnitz Hauptbahnhof mit der Citybahn. Dann von Chemnitz mit dem SEV bis nach Sigma. Chemnitz, Sigma, genau, ist auch Chemnitz. Und dann von dort aus nach Hof und dann Hof mit dem RE nach Nürnberg. Jo. So Fazit, ziehen wir dann unterwegs irgendwo in einer ruhigen Ecke, wo es nicht ganz so laut ist, und dann melde ich mich dann nochmal mit dem Fazit. Bahnhof des Jahres 2024. Boah, das stinkt doch wieder. Ja, Qualität, ne? Hier, die Uhrzeit kannst du ausdenken. Ja. Boah, stinkt das wieder. Ja, jetzt wieder nach der Fahrt von Chemnitz angekommen in Nürnberg. In Hof sind wir einmal umgestiegen. Das habe ich jetzt leider nicht mehr drauf genommen, weil es halt sehr stressig wurde. Ja, jetzt kommen wir dann schon zum Fazit. Genau, Nürnberg, hier hat die Tour begonnen. Hier hört sie auch wieder auf. Jetzt kommen wir zum Fazit. Ja, was hat mir heute nicht so gut gefallen? Also was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass die Gruppe sich einmal aufgeteilt hat. Das fand ich nicht so schön. Normalerweise ist es immer besser, wenn man so in der Gruppe bleibt und man fängt den Tag an und dann bleibt man halt in der Gruppe, macht halt die Fotostellen, die geplant sind, und dann verbringt man den Tag zusammen, dass sich das so aufgeteilt hat. Das fand ich jetzt nicht so schön. Hatte ich jetzt auch noch nie wirklich den Fall, dass das mal so war. Und was mir heute am besten gefallen hat, ist natürlich die letzte Fotostelle am Barenbach-Viadukt. Das ist natürlich so das klassische Motiv der Strecke, aber ich finde es richtig geil. Und dann natürlich noch, dass der eine RE6, der Lokführer, den Minion vorne platziert hat. Der ist ja hin und zurück gefahren, den haben wir aufgenommen, und das fand ich sehr, sehr schön, passt auch wieder zum Kanal. Und ja, jetzt frage ich dann schon, was hat dir, Corinna, am besten gefallen, was hat dir heute nicht so gut gefallen? Mir hat alles gefallen, die Fotostellen waren schön, das Wetter hat gepasst, also perfekt. Und Benni, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Ja, also nicht so gefallen hatte mir, dass da am Anfang bei der ersten Fotostelle da ein Zug mal so nicht ganz im Licht gekommen ist. Die ganze Zeit war Sonne und dann ausgerechnet, wo der Zug gekommen ist, dann Schatten und direkt danach wieder Sonne. Und ja, dass wir uns da auf einmal aufgeteilt haben, dass alles ein wenig hektisch geworden ist mit Hof, war nicht so schön. Aber wunderschön fand ich, einfach den Tag mit euch zu verbringen. Und ja, allgemein die schöne Zeit, RE6 noch immer mitfahren und doch für Oktober richtig gutes Wetter gehabt zu haben, obwohl es gar nicht so gut gemeldet war. Also wir hatten echt richtig Glück und ja, das war auf jeden Fall ein wunderschöner Tag heute und ja. Ja, dem kann ich mich anschließen, hat mega Spaß gemacht.
ja, damit sind wir dann schon bis zum Ende angekommen. Ich sage dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag oder Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.